Moin Leute, willkommen back zu einem neuen geilen Indie-Game. Das Game heißt Crypt Terror oder whatever. Starten wir mal rein. Der 3. Mai, was steht da? 1336, kann das sein? Boah, also das kann man ganz schlecht lesen. Das ist so verwackelt. Okay, also da wurde gerade die Vorgeschichte erklärt. Ich konnte aber nicht wirklich viel davon lesen, weil das war. Also die Schrift war schon krass pixelig und dann auch noch so am Zittern. Ja, da wurde mir schlecht. Also ich glaube, es ging darum, dass Leute von irgendeiner City in so einen Minenschacht gegangen sind oder was. Aber irgendwie Schreie gehört oder sowas. Ja, wurden halt umgebracht, ne? Man kennt's. Und jetzt haben wir die Arschkarte gezogen und müssen darunter. Herzlichen Glückwunsch. Also wir haben eine geile Laterne am Start. Ist schon mal besser als eine Taschenlampe. Gibt cooleres Licht. Also ich weiß nicht viel von dem Game, habe nur ein, zwei Screenshots gesehen. Ich weiß, das ist das allererste Game von dem Typen. Das allererste Horror-Game zumindest hat er geschrieben, was er entwickelt hat. Und ja, bin ich mal gespannt. Gibt wahrscheinlich Jumpscares, I guess. Gucken wir mal rein. Auf jeden Fall nette Grafik. Dieser Pixel-Look gefällt mir. Ist zwar ein bisschen stark, also können wir auch ein bisschen weniger pixelig machen. Vor allem die Schrift eben, ey, das kann man eigentlich gar nicht lesen, ohne dass er schwindelig wurde. Das war schon krass. Okay, also ein Minenschacht ist es mal nicht, würde ich sagen, weil es ist ja fast so aus wie ein Gebäude hier drin, nur ohne Fenster. Ich glaube, das ist ein Labyrinth oder sowas. Ich hasse Labyrinthe, da bin ich immer so schlecht drin. Auf jeden Fall kann ich nicht rennen, das ist schon mal gut, das heißt, ich muss vor nichts wegrennen wahrscheinlich. Hier ist irgendjemand gestorben, I guess. Okay, hat irgendwie jemand geflüstert. Left Mouse. Ey, das ist echt, also die Schrift muss man ein bisschen weniger pixeln. Die ist schon echt intens. Kann ich mich ducken? Ja, okay. Aber okay, das ist das erste Game, was er gemacht hat. Da kann man das schon mal durchgehen lassen. Ansonsten läuft es echt gut. Und sieht auch gut aus. Ich habe selber auch mal versucht, Spiele zu programmieren. Das war so ein Krampf, ne? Also das ist schon echt schwer. Also die eine Tür hat Blut und die anderen sehen alle safe aus. Würde ich sagen, versuchen wir erstmal die anderen. So, da kann man nicht rein hier. Warum klopft der eigentlich? Also, erwartet der irgendjemanden, der dahinter steht? Okay, die geht auf. Okay, ganz viel Blut. Schon mal ein gutes Zeichen. Und, okay. Lull, ich kann nichts machen. Okay, ich habe gerade kurz gedacht, ich muss wegrennen, aber ich konnte nichts machen. Also das Movement hat er gerade ganz allein übernommen. Jetzt, spätestens jetzt, würde ich hier abhauen. Was auch immer das für ein Ding war. Das sind Menschen an der Wand. Die flüstern auch. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme hört, aber die flüstern. Okay, was ist hinter der dritten Tür? Also der Sound ist auf jeden Fall, der ist gut getroffen. Der ist schon unangenehm. Passt zum Game. Mal gucken, was jetzt kommt. Okay, ein großer Raum. Endboss-Level? Muss ich jetzt kämpfen? Oder werde ich jetzt geopfert? Ich glaube, ich werde eher geopfert. Bei den Mayas oder so. Hello? Das Game soll so 5 oder 10 Minuten lang sein. Wenn wir sowas. Dann müsste es ja gleich eigentlich schon vorbei sein. Wenn ich alles richtig mache. I don't know. Auf jeden Fall interessant, wo wir sind. Sind alles am Fliegen oder was? Okay, wo gehe ich lang? Da rechts? Ja. Wenn hier überhaupt was kommt, ja, okay. Ein fliegender Tunnel. Interesting. Okay. Links? Na, gehen wir geradeaus. Okay, da geht's nicht weiter. Okay. Links. Noch weiter runter. Oh boy. Oh nee. Ach so, ducken? Ja, okay. Klaustrophobie. Jetzt kommt mir gleich irgendwas entgegengekrabbelt oder irgendwas verfolgt mich. Man kennt's ja. I hate it. Boah, aber hier ist auch echt krass gepixelt. Also das kann man auch ein bisschen weniger machen. Das ist wirklich, also hier diese Textur von der Erde ist schon krass. Und da ist ein Licht.
Ein großer Pixel in der Ferne. Oh boy. Oh boy. Okay, das war's. Der am Ende hat mich gekickt. Crypt Terror, a game by Daniel Buckley. Okay, great work. Hast nice gemacht. Was ich mir jetzt noch frage ist, hätte mich das Monster auch gekillt, wenn ich mich nicht umgedreht hätte? Weil da war ja dieses Licht. Und ich habe mich nur umgedreht, weil da irgendwie so ein Flüstern kam. Und dann kam direkt dieses Monster in meine Fresse gesprungen. Vielleicht muss man das nochmal testen. Einfach weitergehen. Sich nicht umdrehen. Vielleicht wird man da nicht getötet. Man weiß es nicht.